Ja, guten Morgen. Hier wieder live von der Baustelle am Görpersberg, ja. Die B7 ist mittlerweile schon 2 Tage gesperrt, also es fällt kaum auf. Mal gucken, was daraus mal irgendwann werden wird. Ne? Dass dahin abgeglichen werden soll oder so. Das wird dann wohl zugeschüttet werden, oder? Oder wird selbst die B7 verlegt? Müsste ich mal auf Google Maps gucken. Ja, da weiß man nicht, was da gesagt wird und was nicht gesagt wird. Vieles fällt ja unterm Tisch, ne? Das ist meine Meinung. Ne? Müssen wir mit den Plänen vergleichen.